Ja, wir müssen echt gucken, dass wir die anderen Monster so weit. Ein Bärchen? Brauchen wir ein Bärchen? Ich könnte mal versuchen, in die Luft zu jagen, den Bären. Hat's gereicht? Hat gereicht. Oh, beschädigtes Fell, okay. In Luftjagd dürfen wir nicht. Oh, hoppla, ich brenne. Nett hier. So, dann haben wir die nächste Mission bei Sabal oder bei B, wie auch immer B ist. Wir sollten doch vorher einmal gucken, wir haben noch zwei Fähigkeitspunkte. Was hier noch Sinn macht, Körperpanzer sind viel effektiver, dafür habe ich zu selten Körperpanzer. Nachladen ist vielleicht ganz gut. Gut, so, jetzt müssen wir mal gerade gucken. Herstellung. Pass mal auf. Pass mal. Munitionsbeutel. Zwei Wildschweine aus. Wir finden doch gerade zwei Wildschweine. Oben sind welche bei Banapur Theorie. Schauen wir mal gerade, ob wir vielleicht den Außenposten mal mitnehmen können. Mit einem Alarm leicht. Das heißt, Schuss mit der Sniper auf den Alarm und dann hat sich die Angelegenheit. Inzwischen speichern. Auf dem Weg schauen wir mal ein bisschen nach Wildschwein. Wie geht es dir, AJ? Och, alles ganz gut, nur dass ich ein bisschen wenig Munition tragen kann, leider. Liegt noch eine Bombe hinten rum, noch eine Mine. Das ist nach dem Dorfbewohner, okay. Namaste. Servus. Ich dachte, das wäre ein Gegner hier oben. Hallo. Ich bin AJ. So einsam. Immer eine Freude, dich zu sehen. Ich hab nicht zufällig Wildschweine gesehen. Boys. Oh, da ist der Aussichtspunkt schon. Okay, der war mein. Wildschweine kommen später. Jetzt hier rumballer ist aber ein bisschen zu offensichtlich wahrscheinlich. So, den nehmen wir sofort hops. So, da kommen wir doch schon von einer ganz guten Position. Sofort gucken, wo die Alarmschalte ist. Hier ist sie, damit darauf vielleicht der erste Schuss landet. Wieso ändert sich das Fadenkreuz manchmal? Manchmal rot, manchmal blau. Achso, weil wir hier auf dem blauen Schützenhilfe rufen können, auf dem roten nicht. Achso, okay. Warum liegt ein totes Tier? Ich lass mich echt zu leicht ablenken, ne? Oh, Miezekatze. Haben die bestimmt nicht gehört. Aber ganz gut funktioniert mit der Seitenwaffe. Ja, ja, die können wir rufen, brauchen wir aber jetzt gerade nicht. Wir rufen, wenn wir den Alarm disabled haben.
Wir müssen erstmal eine Position finden, den Alarm zu disablen. Schalter war doch direkt hier vorne, oder nicht? Ja, da ist er. Nur von hier aus den. Ah, das, ja, doch nicht. Einmal rum. Den Alarm haben wir gerade kaputt geschossen. Perfekt. Wo läufst du hin, Digi? Ah, hast du richtig erfasst, Kumpel. Dein Alarm war mal ganz. Kyra-TV-Station. Na, guck mal. 2 von 24. Der Truck her. Wir nehmen den Truck jetzt direkt mal mit. Willkommen im Krieg, Bruder. Nimm ruhig weiter Außenposten für den goldenen Pfad ein. Oh, der muss direkt hier hin, das ist ja perfekt. Perfektes Timing. Jetzt müssen wir nur noch diesen Truck abliefern. Ja, haben wir gerade. Markiere den Übergabepunkt auf deiner Karte. Macht abgeliefert, perfekt. Das war ja easy. Mein Herz, es brennt, wenn ich dich sehe. Ist das nicht irgendwie so ein Helene Fischer-Song oder Ronald Kaiser oder irgendwie sowas? Spreche ich mit RJ Galli? Wer ist da? Keine Zeit für Erklärungen. Triff mich gleich bei meinem Studio. Okay. Und so ein Tönnes. War aber noch ein Fragezeichen, habe ich gesehen, ne? Irgendwo. Oder? Da war doch eben noch ein Fragezeichen. Ich fühle mich aufgeladen. Gratifilms Rennaktivität, okay. Nein, hier war irgendwo ein Fragezeichen, aber ich habe schon so nur eingebildet. Jurati Fashion Week, okay. Ach, Rupien sind das, okay. Ach, hier war das Fragezeichen. Unbekannter Ort. So eine Maske von Yalung. Ja, gerade so eine Fashion Week Aufgabe machen. Seltene Tiere zu jagen. Ach so, das ist halt wieder okay. Ah, Alter. Was stimmt mit dir nicht? Mittendurch und fährt mich fast an. Oh, Miezekatze. Miezekatze, die aber zum Glück nicht so viel wie ein Tiger tankt. Danach müssen wir uns dringend mal um irgendwie ein Hauschiffon entdeckt. Dann müssen wir uns dringend mal um. Ach, die Dings kümmern. Weißt du, was ich meine? Dringend um die. Munitionstasche kümmern. Weil mit so ein paar Schuss ist unbelohnt. Hallo? Oh, also stimmt das Gerücht. Wie soll ich dich nennen?
AJ oder Adonis? Besinnliche Augen. Zielstrebiges Kinn. Die Kleider sind eher Heilsarmee als goldener Pfad. Aber damit kann ich arbeiten. Wer bist du? Ich bin Mumu Chiffon. Schneider und Hofausstatter auf Geheiß des Königs von Kyrat, seiner Hoheit Pagan Min. Aber er nennt mich ruhig Mr. Chiffon. Hocherfreut. Du arbeitest für Min? Ja, früher. Ich hatte einen Streit mit dem König. Er wollte mich töten und nun verstecke ich mich. Ach, Schnee von gestern. Blicken wir nach vorne. Bald ist Kyrat Fashion Week. Und wir könnten einander helfen. Du brauchst Accessoires und ich ein Modell. Ich mache dich zum Mittelpunkt meiner neuen Kollektion. Ich nenne sie Krieg Couture. Und du willst, dass ich das Zeug anziehe? Das? Das waren nur Experimente. Nein, nur das Allerbeste für den verlorenen Sohn. Ich habe viele Jahre an einer Pariser Schule für rationelles Modedesign verbracht. Kleidung muss praktisch sein, erst dann elegant. Die Form folgt der Funktion. Arme hoch. Du wirst mir exotische Materialien beschaffen. Pelze. Häute. Feder. Um deine rohe und animalische Seite hervorzuheben. Ich schicke dir die Designs und die Fundorte. Ich hoffe, du bist an der Nähmaschine so geschickt wie am Maschinengewehr. Denn gemeinsam machen wir dich grimmig. Was passiert hier gerade? Nun, steh nicht nur rum. Die Zeit rennt. Komm zurück, wenn du meine Kreation fertig hast. Ah ja. Okay. Jagdaufgaben für seltene Tiere sind jetzt verfügbar. Okay, ich weiß nicht ganz genau, was das war, aber wir können jetzt Tiere jagen und daraus uns irgendwas Sinnvolles bestimmt machen lassen. Das ist okay. So. Reiserettung, ja, Nebenquests, Nebenschmests, ne? Badra? Okay, das ist die Kleine, ne? Wir haben eine Kampagnenmission für Badra. Der Ball wäre hier oben. Da müssten wir erst einen neuen Aussichtspunkt für freischalten. Die Plörsfestung. Wir machen es mal hier rum zu Badra gerade. Machen bei ihr mal weiter. So, wieder drei Fähigkeitspunkte. Okay, das Regenerieren. Ja. Halt. Ich habe halt noch keine Elefanten so gesehen. Waffenwechseln geht schneller. Das ist gut, wenn ich mich mal wieder verklicke und beim Ziel nachgeladen werden. Das ist auch gut. Wir gehen ja mal drauf los, ganz ehrlich. Let's go. Das war ja der Wahnsinn. Ja. Gut, machen wir uns mal auf zu Badra. Auf dem Weg, wie gesagt, versuchen wir mal noch zwei Wildschweinchen zu finden. Da ist ein Elefant, lol. Ein Leopard, Achtung! Oh, Karma minus 50, weil ich unseren eigenen Boy umgelegt habe. Hoppala! Ich wollte den Leoparden treffen. Wollte. Dann geht's schon wieder ab, Alter.
Oh, guck mal. Haben wir wieder Kamera reinbekommen. Entschuldigung, hast du mal kurz Zeit für mich? Ja, Moment. Hallo? Okay, er wollte mir wahrscheinlich schon eine Belohnung geben. Ah, hat er auch. Okay. Kalingaks Rückkehr. Klingt alles wie Skyrim, so ein bisschen. Hat ein bisschen was davon. Aufsatz an der Handelsposten um 25% reduziert. Das ist nett. Das nehmen wir. Wir können auch irgendwas herstellen, sehe ich gerade. Der Köcher mit dem... Fell. Nebel-Parderfell. Ah ja, oh, noch ein Honigdachsfell für den Köcher. Wieso kriege ich eigentlich Köcher ohne Ende? Ich brauche keine Köcher, weil wir nie mit dem Bogen schießen werden. Eine richtige Seite anscheinend wählen zum Drehen. Das sind auch einfach nur Collectibles. Ich dachte, hier wäre was abgestürzt, lol. Ein Adler! Pass auf den Krallen auf! Oh Gott! Und ein Kätzchen. Und nicht auch noch ein totes Tier. Ja, nehmen wir alles mit. Können wir alles bestimmt irgendwann verbrauchen. Gebrauchen. Verbrauchen. Ja, verbrauchen auch. Adler! Köpfe runter! Hilf mir! Hilf mir! Okay, die geben einem ein bisschen auf den Sack. Oh. Ich glaube, ich habe hier einen Header gedrückt. Aber... hat sie nicht mitbekommen. So, wir sind immer auf der Suche nach Wildschwein. Ich meine, hier ist zwar kein Wildschwein-Jagdgebiet, aber wir werden da bestimmt ein paar rumchillen. Seid ihr, ist die Frage. Brauche ich euch? Ich weiß halt nicht, eine Legende? Barale, sag ich mal. Aber nicht, oder zumindest nicht. Dann nimmt es auch aktuell nur Platz weg. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt gelandet? Haben wir es verpasst? Alter, ach, nein! Haben wir etwa die Echsen verpasst? Ich hab jetzt eine Mission von ihm. Kennen wir uns? Mann, ich bin die Kavalleriemann. Ich wollte hier reinreiten wie der verfluchte Clint Eastwood. Ich bin Herc. Ich hab von dir gehört, Mann. Alle reden von dir und finden dich geil. Du gehst voll ab, Mann. Darum bin ich hier. Nämlich, weil du und ich zusammen... Da wird sich der goldene Pfad echt umgucken, aber sowas von! Wir sind der goldene Pfad! Mann, ich nicht verstehen, was du sagen, Alter! Ich spreche deine Sprache nicht! Was du vermutlich sagen wolltest, ist, die Royal Army wird sich echt umgucken. Weil der goldene Pfad sind wir. Alter, echt jetzt? Die Typen haben mich immer voll schräg angeguckt wegen dem, was ich über den goldenen Pfad gesagt habe. Macht also Sinn. Okay, neuer Plan. Präventivkavallerie, genau. Du brauchst Hilfe, du rufst an, wir kommen rein und helfen dir. Ich oder meine,
Goldener Pfad? Die Jungs vom Goldenen Pfad, genau. Du und ich, Mann, die neuen und besseren Ted Bros. Aber hallo, wir leben den Traum. Na komm schon, schlag ein! Boom! Ich war Pommes, du noch Kartoffel. Das ist okay, du hast den Bummelzug genommen, aber du bist angekommen, das respektiere ich. Wir sehen uns schon irgendwo, Alter. Bis dann, mein goldener Pfad, Homie! Wahoo! Okay, Herc ist cool. Aber wir sind wahrscheinlich seine Mission zu nahe gekommen. Ja, Koop spielen. Wenn der Freund einladen, um im Koop-Modus mit einem Freund zu spielen. Werde Hilfe anbieten, um beizutreten oder Hilfe zu holen. Achso, okay. Ja, werden wir bestimmt mal machen, wenn Nils Bock. Zwischen Marken kennen wir. Ja, bitte. Weiter geht's. Da haben wir einen Shop. Neue Waffen freigeschaltet. Kaufen. Schnell verkaufen. Yep, damit ist auch fast die Dingens voll. Ein Wingsuit könnten wir mal kaufen. Nutze den Wingsuit, um schnell aus großer Höhe abzusteigen. Wenn du niedrig genug bist, wirst du aufgefordert, von der Sicherheit den Fallschirm zu öffnen. Das wäre worth. Der Körperpanzer kann man auch mal reinscheppern. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ey, was ist denn das? Ist das eine... Ich will die anpassen eigentlich. Nicht auswählen, ich will die anpassen! Ich kann auch keine Aufsätze mitnehmen. Ah, zweihändige MP, okay. Hat doch eigentlich dich als Seitenwaffe ausgewählt, ne? Ja. Mal gucken, dass die SVD auch die 2 ist. Die 2 kann es nicht sein, weil da die ist, aber dann machen wir die SVD auf die 3. Wir müssen mit ein paar kommen dann. Hier weitere Glockentürme, um sie kostenlos zu halten, okay. Karten interessieren uns noch nicht sonderlich. Ansonsten können wir uns mal gerade die RPG kaufen, tatsächlich, würde ich sagen. Kohle. Jupp, die RPG. Den Slot. Ah, der Farbe gibt es auch keine. Natürlich das erweiterte Magazin. Da haben wir erstmal wieder genug Geld ausgegeben. Hierfür gibt es keine Aufsätze. Ja, Sniper sollten wir natürlich eine bessere holen. Sobald wir können. Wir können noch was verkaufen, theoretisch. Wieder für 33k. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Und weiter. Eins die, zwei die. Drei? Wieso haben wir nichts auf der 3? Müsste eigentlich die Sniper liegen. Oh, anscheinend nicht. Jetzt aber. Das sieht schon besser aus. Jawohl, also 1 und 3 müssen wir hin und her switchen. Und die haben wir jetzt dabei. Und ein paar mehr Kugeln halt drin, ne, wahrscheinlich.
Wir müssen echt nach der Mission mal exzessiv auf Wildschweinsuche gehen. Also auf wirklich im Jagdgebiet. Weil es ist langsam kritisch, mit 90 Kugeln klarzukommen. Badra wurde von Amita in den Zufluchtsort gebracht, ne? Meine ich. Nach dem Überfall auf Banapur. Waffe weg, okay. Scheiterhaufen hier, oder? Das ist beeindruckend. Sowas habe ich noch nie gesehen. Tja, ich sah noch nie, dass jemand die Asche seiner Mutter herumträgt. Ob die Beerdigung meines Vaters auch so war? Ich war zu jung. Aber sein Tod teilte den goldenen Pfad. Die Dinge sähen anders aus, wäre er im Kampf gestorben. Doch so war es nicht. Er wurde ermordet. Ermordet? Was ist passiert? Ich weiß nur, dass er zu Hause starb, östlich von Banapur. Es ist noch da. Vielleicht gehst du einfach mal hin und fragst nach ihm. Sei vorsichtig. Das Gebiet gehört jetzt nur. Ich muss gehen. Okay. Auf zum Wohnsitz von unserem Daddy. Hier liegt noch ein Tagebuch. Mangsia, 1985. Ich konnte sie nicht beschützen. Meine einzige Pflicht war es, die königliche Familie zu beschützen. Ich habe versagt. Die Nationalisten haben mitten in der Nacht den Palast gestürmt. Sie brachen mit Sprengstoff durch das Haupttor und sprengten sich den Weg mit Handgranaten frei. Ich war in der Haupthalle stationiert, aber die Schockwellen hatten mich umgeworfen. Sie stürmten einfach an mir vorbei in die königlichen Schlafgemächer. Hörte ich 5 Schüsse, mir wurde schwer ums Herz. Ohne den König wird Kyrat sicher in Anarchie versinken. Wohin geht? Also Soldat in der königlichen Army. Bevor alles den Bach runtergelaufen ist. Das hier scheint wohl der Scheiterhaufen zu sein. Östlich von Banapur. Dann hier so in etwa, oder? Haus des alten Isha, Kyras Zuflucht. Ich dachte, wir hätten da jetzt eine Quest oder so. Da ist Sabal. Ganz hier hinten ist Yogi und Retchi. Oh Gott, das sagt mir auch noch irgendwas. Das sagt mir auch noch irgendwas. Schau, ist das vielleicht das hier? Der Bau. Ich nicht wo. Aber das hat jetzt keine Quest getriggert oder sowas, ne? Wieso sein, wenn du Leichen bewegst, da Fahrzeug hat mehr Schaden aus. Das hat jetzt kein Quest getriggert oder sowas, ne? Zumindest noch nicht. Aber bevor wir jetzt da wie ein Irrer. Ich habe über mein Image nachgedacht auf der Weltbühne und ich glaube, was mir fehlt, sind berühmte Freunde und Bekannte.
Du weißt schon, ein Besuch von Dennis Rodman. Vielleicht kann ich Beckham überreden, mit Galaxy gegen meine besten Elf anzutreten. Etwas klischeehaft, schätze ich. Ein Popstar? Wenn J-Lo dem Diktator von Turkmenistan Happy Birthday vorsingt, dann werde ich doch wohl einen verblassten Star von vorgestern kriegen können. Ach, mal sehen, wie viel Kanye verlangt. Folgst du ihm auf Twitter? Der ist Gold. Ich würde gern mal ein Schwätzchen mit dem Knaben halten. Okay, what the fuck? Das war ein bisschen random, wenn ich ehrlich bin. So. Gut. Das ist natürlich nicht, wo das Zufluchtsort. Da waren wir mal überall. Ah, ich weiß nicht, wo das Haus sein soll. Keine Ahnung. Könnte überall sein. Lures Fest. Also meinst du, das Gebiet gehört jetzt nur, ne? Dann wahrscheinlich hier oben oder so. Oder das hier, das könnte es sein. Aber das ist schon wieder nordöstlich, ne? Ich denke mal, dass es was Größeres sein wird. Wir gehen jetzt erstmal die Wildschweine jagen. Pass mal auf. Wir sind einmal hier, wir holen uns gerade Wildschweine. Die Musik ist ganz schön laut. Noch einen von, glaube ich. Irgendwas. Ah, für den Kescher, ja. Ah, da brauchen wir die Kyrat Fashion Week Aufgaben Helle für die maximale Stufe. Ja, gut. Oh, kommt ihr näher? Wie die Jungs denn jetzt her? Ja, ganz schön weit hier runter bewegt, ey. Bin echt kurz vor Banapur hier. So ein Wildschwein müsste normalerweise auch angreifen. Nee, in dem Fall nicht. Oh, erstmal eins, wir werden noch eins finden. Ich hätte sie vorher markieren können, ich Dulli. Oh, Munitionsbeutel. Richtig. Ah, noch ein Baralfeld. Das kriegen wir auch hin. Auch mal Wildschweinhaut für eine Spritzentasche. Noch viermal, okay. Wildschweine sind aber actually keine Tiere, die anti sind. Alter. Ey! Ist ja ein Scherz. Scheiße! Oh Gott, ich bin in der Kamera, das ist gerade schlecht. Geht doch. Ab, da kommen wir, glaube ich, nicht schnell genug hoch. Hi, will mir noch einer Geld geben? Willst du mir Geld geben? Nein? Willst du mir Geld geben? Oh ja.
Danke. Was? Achso, wir ballern nur in die Luft. So, jetzt wollen wir schnell noch gucken, was ein Baral noch ist. Waren die Dinger, die aussehen wie, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen komisch aussehen. Aber wenn die jetzt hier rumballern, werde ich bestimmt keins finden. Da können wir auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Munition mitnehmen. Ihr musstet ja rumballern. Wundert euch nicht, dass ihr einen Adler angelockt habt. Der um mich rumfliegt echt schön, Ellie. Warte ich. Alter! Manchmal halt ein ultra viel aus. Spritzentasche, die Bad Wolfsfell, Spritzentasche, ideal, Schabrackentabel, holen wir noch ein. Danach mal gucken, dass wir in Richtung, ja, erstmal Sabal kommen, seine Mission machen, weil die ist länger existent als die bei Yogin und Reggie. Ich glaube, die beiden sind das, die bei unserem Zuhause sind, tatsächlich. Es wird auch hinkommen, dass das nur das Gebiet ist, was Links meinte. Jetzt hat er andere Tiere, oder nicht? Waren das nicht die anderen? Ja, das sind doch keine, das sind doch die Sabale. Nicht die Sabale, die Samba sind das. Sabale ist wer anders. Wir brauchen einen Baral. Er braucht Hilfe. Noch ein paar heilige Orte, die nie nicht kennen. Aber das sind die doch nicht. Wir müssen vorsichtig sein. Das sind die anderen. Das sind auch die Bomber-Viecher. Verwirrt. Können wir da noch woanders jagen? Ja, hier hinten. Okay, wir müssen eh in die Richtung. Um zu Sabal zu kommen. Brauche ich nur langsam wieder Munition. Aber das lässt sich bestimmt organisieren auf dem Weg. Oh, Muni alle. Hey, hey, ich muss dir was sagen. Du hast mich gerettet. Danke. Ja, kann ich jetzt noch ein paar Kugeln für mich? Die Adler gehen mir jetzt schon auf den Sack. Ich sag's, wie es ist. Mal da hinten. Ein? Ja.
Ach, das sind die mit dem dicken Geweih, okay. Perfekt. So, das gibt auch den nächsten Munibag. Jetzt brauchen wir das Nebelpader. Nebelpader? Nebelpader? Das klingt so weird. Leopardenfell, sagen wir einfach so. Das haben wir schon mal zwei, das ist schon mal nichts Schlechtes. Brauchen wir die Biester für noch irgendwas? Ab. Hier könnten wir noch mitnehmen auf entspannt. Hier können wir jetzt mal gerade erstmal zum Shopkeeper gehen. Danach müsste ich mir noch mal was zu essen machen, merke ich gerade. Kaufen, was wir nicht brauchen. Option kaufen. Ach, ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Und tschüss. 180. Ja, guck mal, doppelt so viele Kugeln. Das ist jetzt schon mal deutlich entspannter. Gut, dann mache ich gerade Abendessen und danach. Wow. So. Gut. Wir sind auf dem Weg. Irgendwohin. Habe ich markiert? Parale, brauchen wir nicht mehr. Ja, die Pada finden wir noch irgendwo bestimmt. Sonst ist das erstmal cool so. Dann machen wir es langsam weiter in Richtung Zabal. Müssen wir erstmal den Aussichtspunkt, den Glockenturm hier hinten mitnehmen. Vielleicht gucken wir mal auch, was das da ist natürlich. Und zwar, ich würde ganz gerne wissen, was das hier ist. Wahrscheinlich irgendein Camp oder sowas. In Richtung Sabal kommen. Oder zumindest den Glockenturm dahinter erstmal. Das Ding, ich will halt nebenbei jagen, ne? Noch ein paar Hausschweine. Haben aber für nichts mehr. Ich habe jetzt nicht vor, die 1500 wieder zu Fuß zu gehen, aber Glück vielleicht. Wo kam der denn her? The fuck? Dann hat der Adler sich den vielleicht geschnappt und greift jetzt die Leute an? Das wäre ja awesome. So brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Ader. Hier umgehen, den hier noch, weil da fehlt uns ja noch. Ah ne, das ist wahrscheinlich die eine verbuggt oder die eine, die da so komisch hängt. Huch, der Glockenturm ist nicht mehr markiert. Ah, hier geht's runter. Wieder Nacht, die sind mittlerweile immer Nacht. Von den Tapien brauchen wir noch einen, oder? Ich glaube, links von uns ist irgendwas, was uns gerade angreift, actually. Ja, einen brauchen wir noch. Ah, ne, das ist. Ich glaub,
Ein Schuss in den Arsch würde aber auch reichen eigentlich. Ah, hat nicht gereicht, aber zwei haben gepasst. So. Spritzentasche auf Maximum, sehr schön. Oh, ich glaube, wir könnten vielleicht da schon den Wingsuit aktivieren. Fragezeichenort. Brennerei. Hey, Jay, Gale, der Mann mit dem goldenen Namen. Rabbi Ray Rana. Hey, Jay, was tut weh? Erkennst du meine Stimme nicht? Sollte ich? Die Stimme vom Sender Freies Kyrat? Ich bin's, Rabbi Ray Rana. Hörst du das nicht? Stimmt, Rabbi Ray Rana. Nenn mich einfach Rabbi Raymond. Okay, Rabbi Ray. Worum geht's? Wir müssen uns treffen. Ich schick dir meine Koordinaten. Komm vorbei, Mann. Wir Propagandazentrum haben, okay. Ja, wir besuchen sollten wir ihn. Mein fairer Anteil. Aber Sarbajit. Sarbajit. Ich glaube, dir mit meiner Schwarzbrennerei vorzufahren, wenn du mir 20% deiner Position überlässt. Ich weiß, dass du Geld von mir versteckst. Ich habe meine Männer auf der Insel und lasse dich sehr genau beobachten. Ich will heute Abend noch eine Lieferung. Ich gebe dir nur diese eine freundliche Warnung, bevor ich dich in die Trauerkammer schicke. Oder vielleicht sogar in die Stadt der Schmerzen. KPL? Corporal? Colonel? Keine Ahnung. Satish Nath. Okay, irgendwas ist auf der Insel. Cruisen wir da mal rüber. Ein bisschen am Abkürzen hier. Ich möchte auf jeden Fall einen Kopf darum. Entschuldigung, seit Satish und seine Männer die Insel im See übernommen haben, fürchte ich, dass meine Zeit hier am Guard vorüber ist. Er gehört jetzt zu The Plurs Männern und hat den Familiennamen Nath verraten. Ich werde in Banapur Zuflucht suchen, wo ich mein Lebenswert fortsetzen kann, ohne in ständiger Todesangst zu leben. Bitte bringt eure Verstorbenen nicht mehr zu diesem Gard. Aber ob es uns überhaupt irgendwas bringt, die ganzen Dinger zu lesen. Ah, Elefant, cool. Und noch ein Elefant, guck mal, die sind am Planschen. Oh, bringt Karma-Punkte wahrscheinlich, das Ganze zu lesen. Hier sind. Was gehört mit zu der Inselanlage? Ne? Hier ist auch nichts mehr sonderlich. Dann schnappen wir uns gleich bei den Heli. Ohne meine Zigaretten würde ich eingehen.
Und wir bleiben nur Stücke übrig. Da hinten sind Geiseln, lol. Hab ich die Geiseln noch gerettet? Ne, wa? What? Wo kommt ihr denn her, Jungs? Ich bin doch die ganze Zeit hier rumgerannt. Nein, die sind random gespawnt. Ah, schade. Oh, Tutel! Tutel! Tutel töte ich nicht. So, schnappen uns gerade den Heli. Fliegen mal rüber. Jetzt mal da hinten an Land, da können wir dann wieder auch wieder rausspringen, theoretisch. Ich versuche halt nebenbei noch ein bisschen zu jagen und hier herzustellen. Oh, cool, noch ein Elefant. Okay, hier sind überall Elefanten anscheinend. Ich habe dafür gar nicht geskillt, dass wir reiten können. Stimmt. So, hier kommen wir jetzt natürlich wieder auf mehr Straßen, wo auch Gegner unterwegs sind. Oh, ein Sherpa. Ich verkaufe dasselbe, mein Freund. Ich Hallo? Kann dir viele Dinge zeigen. Okay, die Steuerung hing ein bisschen hinterher. Alter, war das gerade gruselig. Einfach weitergerannt, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Ich hoffe, das hilft dir auf deiner Reise. Ja. Da laufen wir natürlich direkt an Sabal jetzt vorbei hier oben. Links ist ein Aussichtsposten. Komm, machen wir die Quest, wenn wir einmal hier sind. Wir sind ja so weit im Osten. Oh, ich brenne. Moin. Sabal. Unser Held kehrt zurück. Dein Einsatz im Rebellencamp hat viele Leben gerettet. Er hat mich in eine schwierige Lage gebracht. Amita hätte unsere Leute sterben lassen. Und wofür? Für Informationen, die wir vielleicht gar nicht brauchen? Es gab nur diese Möglichkeit, Bruder. Dein Vater hätte dasselbe getan. Das ist der goldene Pfad. Diesen Weg hatten wir eingeschlagen, bevor Moran starb. Deshalb sprang ich in die Bresche. Denn ich kannte deinen Vater und respektierte seine Vision. Und wie passt Amita in die ganze Sache? Hör mal, ich gebe zu, sie hat Gutes getan. Aber niemand braucht zwei Köpfe. Nicht, wenn man was erreichen will. Das hat mir dein Vater beigebracht. Du musst begreifen, was ihn antrieb. Was uns antreibt. Geh zu dem Kloster. Viel Spaß euch. Deswegen ist er so weit im Osten. Kultureller Austausch. Hier liegt noch eine Lektüre. Kyrati, der Geschmack Kyras. Kyrati wurde 1952 gegründet. Im Jahr 1974 hat eine einheimische Familie die Firma von den indischen Besitzern gekauft und sie von einer mittelmäßigen Teefabrik in eine Firma verwandelt. Alle Kyrati stolz sein können. Wir bringen das Beste aus Kyrat in die ganze Welt. Bitte kommt alle zum Kyrati Festival, um gemeinsam mit uns zu feiern. Ich wollte nur hören, wie es meinem Lieblingsneffen geht.
Sag mir, AJ, wem Neffe? Drückst du bisher die Daumen? Ne? Bist du Namitas Hohn nicht Töpfchen gefallen oder haben dich zerbalzweilende Locken in den Bann gezogen? Hey, jedem das Seine. Du musst dich nur entscheiden. Mein Geschmack ist er ja nicht, trotz der Schlussfolgerung, die einige aus meiner äußeren Erscheinung ziehen. Aber ich spiele tatsächlich lieber mit dem anderen Team. Mehr als alle anderen solltest du wissen, dass es immer nur eine Frau für mich gab, mein Junge. Naja, so, jetzt kommen wir in die fremde Area, aber da vorne 400 Meter ist ja schon der Aussichtspunkt. Wir dann nach Tieren Ausschau halten, so ein bisschen. Camp? Hallo. Wo ist das Camp? Doggos brauche ich aber für nix. Oh Scheiße. Okay, das Ganze mit der Pistole zu machen, ist nicht so smart. Nee, das ist nicht so smart, das Ganze mit der Pistole zu machen. Aber dann müssen wir halt wieder ein MP mitnehmen oder sowas hierfür. Machen wir auch bestimmt nochmal. Zweifel kann man es verkaufen. Feder. Häusle. Ja, ihr macht das. Die Packs Hirse fahren. Guck mal, da ist kleiner. Aber das ist hier passiert. Töte den Kurier, bevor er mit dem Militärschwein. Ja, lass ihn fahren. Das ist jetzt ein bisschen zu spät. Wo ist denn das Plakat schon wieder? Und die Dings? Die Truhe. Haftbefehl, Royal Army Haftbefehl. Name Deepak, Wohnort Hirse Farm. Zusammenfassung: Dieser Haftbefehl wird für die Ergreifung eines mutmaßlichen Mitglieds des Goldenen Vaters namens Deepak erlassen. Eine Hirsefahne liegt im Osten des Außenposten südliche Talspedition. Der Verdächtige gilt als Bewaffnung gefährlich. Royal Army Hilfe. Haftbefehl. Ja. Den hat es anscheinend zerrissen. Aber keine Ahnung, wo hier die Truhe sein soll. Außer er hat vielleicht noch irgendwo einen geheimen Keller oder sowas. Da oben, lol. Ich komm ja gar nicht ran. Mir ist das ein bisschen dämlich gemacht. Ich brauche ein Auto und muss es gegenstellen. Und nee, komme ich gar nicht mit dem Auto drauf auf das Grundstück. Können wir das auch einfach in die Luft jagen? Warte mal. Oh, das geht auch einfach. Okay, wir können einfach Molly gegenwerfen. Na gut. Aber wo jetzt die eine Ruhe noch ist? Weiß ich auch nicht. Na egal, gehen wir weiter. Die Jungs, ihr ballert ein bisschen rum. Wir müssen zum Aussichtspunkt. Glockenturm. Nicht Aussichtspunkt. Und Karma-Ereignis. Okay.
Geldbeutel fast voll, okay. Achso. Den Weg hochfinden. Ah, hier. Also 20% auf Aufsätze, da was das erste Karma-Dings gab, das nehme ich, bin ich ehrlich. So, ist hier wer? Truck, der interessiert uns erstmal nicht. Ich glaube, hier ist actually keiner. Unten geht irgendwas ab. Oh. Was haben wir hier Hübsches? Turmrequirierung. Mein Bruder wurde mal wieder von seiner Frau rausgeschmissen. Deswegen lasse ich diesen nichtsnutzigen Säufer für eine Weile im Glockenturm wohnen. Er ist ein Taugenichts, aber er ist immerhin mein Bruder. Wenn ihm etwas zustößt, mache ich euch verantwortlich. Sergeant Misra. Oh, hier wohnt jemand drin. Ja, dann nehmen wir den mal gerade auseinander. Der Geldbeutel ist noch nach wie vor fast voll. Oh, da liegt sogar einer. Der schläft aber tief und fest dafür, dass hier Ballerei ist und die Durchsagen im laufenden Band sind. Ah, noch ein bisschen Platz im Geldbeutel. Ein bisschen geht noch. Nein, nein, hier ist keiner. Von der Hunde geholt. Dein Goschen. Da waren wir schon, ja. Guck mal, das ist jetzt sogar ein Gegner. Hyras Schatten mit dem Bärchen. Kurz gucken. Wolf. Ah, der Himalaya-Bär. Aber nichts, was noch irgendwie relevant ist aktuell. Hirte, was ist das? Was? Gott, machen wir uns mal auf zum Poster. Das ist ja direkt da oben. Jetzt erreichen wir mehr Menschen, AJ. Wenn du weiter Glockentürme eroberst, hat Kyrat noch mehr Grund, dir zu danken. So ist es.
Ja, ein bisschen Licht in die Map bringen, weißt du? Was Hübsches. Wir sehen von ein paar Leichen. Wahrscheinlich schon eine Maske von Schlag mich tot, ne? Normalerweise die blaue Area. Lol, da drin liegt sie. Maske von Yalum. Collectibles. Oh, geh einfach mal hier oben rum weiter, würde ich sagen. Rabi Ray Rana, ja, zu dem müssen wir auch noch. Das Gefühl, wir sind hier nicht richtig. Zugseilbahnwagen. Und wir haben keine Kohle mehr. Keinen Platz mehr für Kohle. Das ist ein bisschen schlecht, weil da kriegen wir auch kein Geld für die Munition. Für die Mission. Und dann hinten rüber zur Hölle. Achso, einfach über den Weg. Jetzt gedacht. Na, guck mal, da ist eine Area. Triff dich mit Raju. Schau ja mag los auf 3200 Meter. Haben wir hier einen Laden bestimmt, oder? Ich hab's ihm gesagt und dachte, er regt sich tierisch auf, aber nee, er hat geholfen. Ist ein guter Mann. Er mag nur keine. Namaste! Servus. Raju erwartet dich bereits im Kloster. Na, okidoki. Chaljamaklos. Das Kloster wurde um das Jahr 500 vor Christus von Kyras Anhängern in den Fels gehauen. Hier wurden die Lehren Kyras erstmals niedergeschrieben und aufgezeigt. Chaljamar wurde in den Jahrhunderten nach seiner Erbauung sorgfältig gepflegt und mehrmals renoviert und ist bis heute eine aktiv genutzte Kloster- und Tempelanlage. Guten Tag, ich wurde erwartet. Der Sohn des großen Mohan. Sabal sagte, du möchtest sehen, was deinen Vater inspiriert hat. Bin ich jetzt auf einen Drogentrip? Wahrscheinlich, ne? Er schuf die Welt durch seinen Gesang. Dafür danken wir ihm. Wir danken den Göttern, dass sie uns Leben spendeten. Bitte, nimm dir einen Opferkorb. Ich denke mal einfach hier lang. An den ehrenwerten Lamal Shogyal. Ich habe ihren Brief erhalten und möchte sie direkt beruhigen. Die Gerüchte, die sie gehört haben, stimmen nicht. Der Verrückte, den die Dorfbewohner Dami nennen, war niemals ein Schüler unseres Ordens. Während der Puja heute Morgen sprach ich mit der Gemeinde. Wir werden uns von diesem Unfug nicht in unserer Meditation stören lassen. Und wird diesen Hochstapler jemals wieder erwähnen, möge ihr Tag durch die Lehren der Erwarteten erleuchtet werden. Lamar Samadhi. Ah ja. Eine Kerze erinnert uns daran, dass Wachstum aus der Bereitschaft erwächst, seine Grenzen zu überschreiten. Wahrscheinlich das Tutorial fürs Karma sein, ne? Hallo? Die Götter segnen uns mit Weisheit.
Weisheit und wir sammeln sie in den Gebiet, um uns von den schlechten Gedanken zu säubern. Drehe ich mich. Die Ziege wird safe. Opfert. Und jetzt geht's in irgendeinen Drogentrip, oder? Bitte, lass den Korb hier. Er warte immer noch einen Drogentrip. Pumpe? Weiter? AJ, Namaste. Servus. Ah, jetzt geht's zur Ziege, die Schlacht. Sehr viel von dir. Er bat darum, dass du das hier sehen darfst. Jalu, der große Dämon, wohnt allen Menschen in. Er verspricht viel und zerstört alle Hoffnung. Die Ziege stirbt, damit Jalu satt ist und weiterschläft. Spirituelles Volk. Dein Vater verstand das. Mehr als das, er inspirierte andere durch seine Taten. Denk gut über das Geschehene nach, AJ. Hey, nun? Wollen wir wieder gehen, oder? Quest ist ein bisschen buggy, kann das sein? Weil irgendwie. Kann ich einfach wieder gehen? Versuch einfach mal wieder zu gehen, keine Ahnung.